Ein schnurriges Willkommen bei Panti spielt Half-Life 2. Wir haben mitgekriegt oder haben erfahren, dass es mittlerweile eine Woche seit dem Teleport vergangen ist in der letzten Folge und dass sich eine Rebellion geformt hat, die übrigens alle das Lambda-Symbol tragen, das was auch auf meinem Anzug drauf ist. Und die schließen sich uns jetzt an, während wir versuchen, Eli Vance aus der Zitadelle zu befreien. Na, schauen wir mal. Das war übrigens der Plaza vom Anfang vom Spiel. Watch out for the hoppers! They're everywhere! Und um zu beweisen, was die Hopper sind. Da abschießen kann man sie nicht. Aber sie haben eine Besonderheit. Ich kann sie nehmen. Und wenn ich sie wieder hinwerfe. Don't waste the hoppers, Dr. Freeman. We can use them against the Combine. Genau das. Dann sind die auf meiner Seite. If you can get those hoppers up without setting them off, you can plant them wherever you want them. Genau das erklärt sie mir gerade, genau. Und die Hoppers hüpfen halt durch die Gegend, solange bis sie... Also tatsächlich heißen sie Hopper, weil sie hüpfen, bevor sie explodieren. Das haben wir eben gesehen. Sie springen hoch und explodieren dann bei Aufprall erst. Ich kann sie auch nehmen und wegschießen und dann explodieren sie beim Aufprall sofort. Ich höre sie, ich sehe sie nicht. Ah, da. Ich werde gleich erst einmal hier Fernsehen gucken, wenn die Nachricht von vorne losgeht. Das sollte jetzt gleich passieren. Ja, jetzt wollte ich euch die Nachricht zeigen. Das ist ein bisschen blöd. Eigentlich wird genau aus dem Grund, werden diese Nachrichten immer wiederholt, dass man sie ja nicht verpasst. Aber gut. Da hinten ist noch eine. Follow Freeman. Genau, folgt mir. Ah, da jetzt. Let me get out of your way. Unparalleled Enterprise refusal to collaborate is simply a refusal to grow, an insistence on suicide, if you will. Did the lungfish refuse to breathe air? It did not. It crept forth boldly while its brethren remained in the blackest ocean abyss, with lidless eyes forever staring at the dark, ignorant and doomed despite their eternal vigilance. Would we model ourselves on the trilobite? Are all the accomplishments of humanity fated to be nothing more than a layer of broken plastic shards, thinly strewn across a fossil bed, sandwiched between the Burgess shale and an eon's worth of mud? In order to be true to our nature and our destiny, we must aspire to greater things. We have outgrown our cradle. It is futile to cry for mother's milk when our true sustenance awaits us among the stars. And only the universal union that small minds call the Combine can carry us there. Therefore, I say yes, I am a collaborator. We must all collaborate willingly, eagerly, if we expect to reap the benefits of unification. And reap we shall. Ja, das ist die Nachricht. Übrigens, der Anfang, den ihr verpasst habt, ist, dass er damit beginnt, dass er ein Kollaborateur genannt wird. Und das ist quasi seine Antwort auf diesen Vorwurf. Ja, was haben wir denn hier? Das sieht schmerzhaft aus. Ich glaube nicht, dass wir von dem abgeschossen werden wollen.
schön. Ich weiß. Da ist ein Lambda-Cache. Granaten und Batterie. So, das wäre Nummer 16. Wie gesagt, wir werden nicht alle finden. Ich habe da jetzt nicht versucht, das Achievement zu kriegen in diesem Run. Das war leider zu langsam. Ich wollte eigentlich nur diese Kiste platt machen. Take this med kit. So, hier gehen die Leute besser aus dem Weg als in den vorherigen Teilen. Sie stehen einem immer zu gut im Weg rum, aber sie können auch gut Platz machen. So. Dann geht's weiter in den Gebäuden wieder entlang. Und wie man hört, war das noch nicht das letzte dieser Minen. Erstmal oben. Hier geht's nicht weiter, hier geht's nicht weiter. Da geht's rein. Ah, das ist genau. Insistence on suicide. Yeah, pardon me. Did the lungfish refuse to breathe air? If not, it crept forward. Der hat sich wohl selber erschossen. Oder versucht, den Headcrab-Zombie zu erschießen. Nun. Da geht's also nicht weiter, dann geht das nach unten. Das ist eine schon sehr harte Waffe. Hier geht's nicht weiter, okay. Hier unten irgendwie was unter. Nee. Dann gucken wir nochmal hier drüben. Naja, hier können wir auf die andere Seite. Das hier ist natürlich, geht nicht auf. Ist hier ein Tor, das aufgeht? Nein. Leute, steht nicht im Weg rum. Ich muss gucken, wo wir weiter müssen. Hey, ist da noch jemand? Könnt ihr denen helfen? Scheint nicht so zu sein. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier gucken. Aha. Von der Beschießung her würde ich ja sagen, hier geht's weiter. Ja.
sieht mir ja direkt danach aus, als wenn wir da weitergehen sollen. Das hat gedauert. Und nur einen von beiden Türmen erwischt. Ah. Das war die Stelle, die man gesucht hat. Kann ich mit einem Sprint? Nein, da komme ich nicht rüber. Okay. Kann ich vielleicht jetzt die Tür öffnen? Ach. Nochmal genau gucken. Gehe mich davon aus, dass wir tatsächlich da lang müssen. So, dann schauen wir mal. Das ist kein Problem. Ah, hier ist ein Weg. Ja, dann schieß doch. Die halten nicht viel aus. Na, dann lassen wir es halt. Lassen wir sie halt in Ruhe. So. So, lassen wir dem halt die Ehre. Schauen wir mal, was hier oben ist. Aha. Ja, das hört sich so an, als wenn hier auch wieder Soldaten auf uns kommen. Oh. Gegangen, die Tür ist blockiert. Was irgendwie auch komisch ist, weil so wie ich die Einrichtung hier kenne, sind die Türen ziemlich schwach. Man könnte sie wahrscheinlich ziemlich einfach eintreten. Schusslinie. Naja, er kann nicht wissen, dass ich jetzt genau jetzt schießen möchte. Ja, die heilen sich gegenseitig. So. Dann schauen wir mal weiter. Das hier war jetzt die Stelle mit den Turrets. Und da sind wir nun weitergekommen. Okay. Dann nehmen wir doch die Tür. Wenn die jetzt angekommen ist, dann bleibt er nämlich stehen und kommt nur hoch und dann müssen wir nur noch schießen. So. Geduld wird belohnt. So. Und ich glaube, das war der letzte. Dann geht wieder die Tür auf und die kommen raus. Und das ist sehr komisch.
vor allem, dass die Minen hier nicht hochgegangen sind, ist komisch. Komm wieder hoch. Boah, mein Auge. So. So, Minen erstmal loswerden. Kommen die nächsten. Ich habe wahrscheinlich gerade das Gefühl, dass die endlos wiederkommen werden. Und deswegen suche ich mir gerade einen anderen Weg. Wie wäre es mit diesem hier? So, jetzt haben wir zumindest mit der Mine mal einen getötet. Schuss haben wir noch. Drei Stück, um genau zu sein. Und dann würde ich sagen, hüpfen wir hier runter. Hüpfen wir da runter. Dann geht hier die Tür auf. Wir können wieder zurück. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite von einer Barriere. Das ist genau die Barriere. Ein Schuss noch. Der hat mich getroffen. Nein. Dann nehme ich lieber die hier. Da oben. So. Dann sollte hier ganz viel Munition rumliegen. Aber alles Munition. Mal auf. Damit unsere Freunde nachkommen können. Und schauen mal, was hier hinter der Tür ist, wo die hergekommen sind. So, ein bisschen Suit aufladen. So. Da ist niemand mehr drin. So. Gucken wir mal oben. Eine Selbstschussanlage und sonst ist die Tür ist da nichts. Also gehen wir gleich wieder runter. Wir machen uns gar keine Mühe mit. Dann wird es wahrscheinlich hier weitergehen. So. Die haben noch mal einen erledigt. Hier sind irgendwelche Computer. Und wir wissen, hier ist irgendwo ein MG-Geschütz. Wahrscheinlich hier unten. Nee, das wollte ich nicht nehmen. So. Keine Munition mehr. Andere Munition, alles die falsche Munition. Manhex. Den können wir auch schon was tun. Tja. Zu schade, ich wollte wieder die mit dem Manhack umbringen. Naja, okay. Dann würde ich sagen, Treppe runter. So. Hier können wir nochmal kurz Lebensenergie aufladen. Und da hinten ist ein Geschützturm, den wir eben mal, oder sogar ein doppelter Geschützturm, den wir aus dem Weg räumen. Zack. So. Noch einer.
Wieso nimmt er den so hoch, dass er auf ihn zeigt? Also, er hätte auch, wie bei den Geschütztürmen in der, nicht in der Zitadelle, in Nova Prospect, dafür sorgen können, dass der... Oh, oh, oh. Hier sind einige von unseren Freunden abgeschlachtet worden. So, würde ich sagen, gucken wir mal hier weiter. Dr. Freeman, the Combine has cut our supply tunnel in two. If you'll join up with us, we'll take a stab at pushing through their outpost. Okay, dann versuchen wir das mal. Die halten sich fern von mir. Jetzt, wo es viele sind. Jetzt kommen sie an. Aber das gibt dir nicht viel. Ich muss irgendwie gegen die Wand schießen. Und sie zerspringen. So viel zum Thema Manhacks. Dann schauen wir mal weiter, was uns hier hinten erwartet. Mehr Manhacks. Okay. Dann machen wir genauso weiter. Komm her. Die Wand. Dass der nicht hoch auf einmal kommen kann. So, da ist noch einer. Hm. Guter Schuss. Die Manhacks hinter uns gelassen. Und schauen mal. So. Jetzt mal die Tür aufschießen. Und weiter geht's. Gedrückt. Ich war mir ziemlich sicher, G gedrückt zu haben für Gravity Gun. Nun ja. So. Der da hinten ist auch weg und ich glaube, da hinter dem Auto hier steht auch noch einer. Ja. Das hat ihm nichts ausgemacht. So, weg. Aber jetzt, von denen haben wir eh genug Munition, von daher. So. Die Musik weiß nichts Gutes. Nein, nicht wirklich. Okay. Thank you.
Nein, da schießen wir auf sie. Kein Gold. Hier ist das mittlerweile aufgesprengt. Let's get moving. Genau, let's get moving. Umgehen. Ah ja, hier ist ein Crawl Space. So, dann wollen wir mal schauen. Aha, hier haben wir wieder irgendeine radioaktive Suppe. Und da müssen wir uns durchspringen, hin und her bewegen. Und ich würde sagen, auch wenn die halbe Stunde noch nicht ganz zu Ende ist, machen wir hier jetzt erstmal Schluss. Und machen das in der nächsten Woche. Also dann, ciao, miau.